Hallo zusammen und willkommen zurück zum Wracktauch-Simulator 2016 hier in Subnautica. So, wir haben in der letzten Folge uns vorbereitet. Wir wollen heute zur Aurora schippern. Und, schönen guten Tag. Wir wollen heute zur Aurora und, ach du Scheiße, hier sind ja auch noch Samen drin. Ach du Kacke. Haben uns in der letzten Folge da schon vorbereitet für. So, wir brauchen die Batterien. Wir brauchen mal einen Fisch zu essen. Und noch einen Fisch zu essen. Dann ist das schon mal weg. Wir lassen eine Sauerstoffflasche hier. Wir lassen den Seegleiter hier. Wir nehmen zwei Medipacks mit. Wir nehmen das Schweißgerät nicht mit. Wir nehmen den Laserschneider mit. Wir nehmen uns alle vier Fische mit. Wir nehmen, ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer und nehme hier noch das ganze Wasser mit und die Medikits. So. Dann gehen wir gerade nochmal hier hin, an den hier. So. Voll. Das ist nicht gut. Dann muss noch was hier rein. Zwei Fische. Ich nehme mal die zwei Reginalds mit und den Spatenfisch lasse ich hier. Und das trinken wir. Das macht 40. Nehmen wir uns noch eins. Dann trinke ich gleich noch eins. So, und so würde ich dann Scanner wichtig, Laserschneider wichtig, gehärtete Klinge, drei Batterien. Wo habe ich in die Energiezelle hingeschmissen? Die war unten, ne? Da. Nehmen wir mal vier Batterien mit. Und eine Energiezelle. So würde ich jetzt mal lostauchen gleich. So. Bisschen runter. Und ab geht's nach vorne. Da. Mit der Kamera fahren. Schöne Kamerafahrt machen, sozusagen. Buch, was ist denn das da? So, und wir müssen, glaube ich, an der Aurora vorbeifahren, bis ganz nach vorne. Es ist ein bisschen... Ist ein Stückchen zu fahren. Das Ding ist doch größer, als man annimmt. Aber sieht schon richtig geil aus. So, hier ist auch ein Wrackteil, ein großes. Könnte man ja auch mal rein bei Gelegenheit, ne? Diese ganzen kleinen Wracks darf man auch nicht unterschätzen. In dem Großen gibt es halt jede Menge zu tun. So. Ach, guck mal hier. San Andreas Spalte ist auch da. Schon geil. Schon richtig cool. So, oh. So, und hier ist auch schon... Tau fast aufgesetzt. So, hier ist so eine Lootbox. Da. Ja, ist gut. Ist gut. Gehen wir nochmal schauen hier. Was denn? Wir ecken doch nirgendwo an. Ruhig dich. So, hier ist die Lootbox. Da findet man halt auch coole Sachen drin. Medipacks und Energiezellen. Ein Signal. Gut. Ein Signal. Nein, nein, nein. Ich bin in der Lootbox gefangen. Hilfe!
Habt ihr das gesehen? Ich war gerade in der Lootbox. Jetzt schwebt die hier im Wasser. Ich werde bescheuert. Es gibt aber auch... Also in dem Spiel passieren in letzter Zeit Dinge. Ganz merkwürdig. Ist mir noch nie passiert, dass ich in der Lootbox gefangen war. So, was haben wir hier? Nixe. So, jetzt müssen wir mal schauen. Es gibt zwei Eingänge zur Aurora. Der eine ist hier irgendwo seitlich. Da müssen wir ein Stückchen weiterfahren. Machen wir mal. Und der andere ist hinten am Heck. Ne, Quatsch, am Bug, meine ich. Aber es ist alles so offen, es könnte auch das Heck sein. So. Kamera. Wo ist vorne? Hier ist vorne. Oh, ist das ein enges Ding hier? Ich glaube, hier ist der Eingang. Der eine. Ich glaube, da rein. Wir können ja mal gucken gehen. Wir haben ja Zeit. Da unten liegt auch noch mal irgendwas. Eine Lootbox. Da gehen wir mal hin. So. Irgendwie hängt das Schiff schief. Das Schiff hängt schief. Wo ist denn jetzt die Box? Da. Bitte nicht wieder drin gefangen werden. Ein Wasser. So. Sehr gut. Und wo hätte ich jetzt den Eingang vermutet? Ui, ui. Muss denn jetzt noch Nacht werden? Glaube hier. Falsch geglaubt. Ich dachte, es wäre hier. Ist es aber nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, wir fahren. Ui. Ist das der Reaper? Ich hatte dem Gerhard noch versprochen, den Reaper zu scannen. Kannst du mich mal in Ruhe lassen, Kollege? Machst du hier? Hör mal. Scheiße, der kommt zurück. Jetzt schwimmt er da rum im Dunkeln. Man sieht es nicht im Video, aber ich sehe es auf dem Computermonitor. Der ist da vorne. Da drüben ist er. Ich rette mich mal hier rein. So. Und dann versuche ich mal hier wieder rauszukommen aus der Nummer. So. Legen wir hier mal klassisch ab, sozusagen. Da fällt mir ein. Warte mal. Wir haben ja auch hier sowas wie Licht, ne? So. Da sieht man auch nicht viel mehr. Aber zumindest ein bisschen. Da ist der Reaper. Vielleicht habt ihr ihn auch gerade so gesehen. Hier liegt auch ein großes Wrackteil. So, ich gehe mal gerade raus und dann schauen wir mal da. Schauen wir mal hier. So, da ist der Kollege Sandhai schon geschwommen. Oh, sind wir schon so weit drüber über das Wrack. Wollte der hier mal schnell gucken gehen. Da ist auch eine Box drin. Komme ich hier rein? Nein. Okay, dann ein bisschen aufpassen hier. Irgendwo schwimmt der Reaper hier rum. So, hier ist eine Box drin. Eine Batterie. Sehr schön. Und hier ist noch eine Box. Eine Energiezelle. Aus dem Grund lohnt sich das, hier diese Boxen aufzumachen. Da sind richtig coole, nützliche Sachen drin. Da liegt noch eine. Schaffe ich das noch? Ja, ne? Schaffen wir. Mit der Luft. Da links, rechts liegt noch eine. Ein Medipack. Ah. Nein! Nein! Geh auf! Lass mich wieder raus! Oh, gefangen in der Box. I am living in the box. Der Reaper!
Scheiße. Fridolin. Fridolin. Oh, Scheiße. Ich verstecke mich einfach gleich in so einer Box, wenn der kommt. So, noch eine Batterie. Oh, Mann. Noch eine Batterie. Also, Batterien haben wir schon mal genug. So viel ist sicher. Ey, 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 ey. So, wo ist mein U-Boot? Lass mich mal da. Der Gerhard wollte unbedingt, dass ich einen Reaper scanne. Ich habe zumindest mal angefangen. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wenn er mich jetzt. Wenn er jetzt kommt, bin ich am Arsch. Oh, ein enges Ding. Oh. Ich nehme noch eins. So, zumindest haben wir angefangen, den Reaper zu scannen. So, jetzt aber weiter hier. Ist noch ein Stückchen. Und vielleicht gerade mal die Hälfte von dem Schiff abgehakt. Ah, hier könnte der andere Eingang sein. Ist das möglich? Es könnte hier sein. Es gibt auf jeden Fall seitlich einen Eingang. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo der ist. Na komm, wir fahren mal weiter. So, hier geht's steil bergab. Und wir müssen hier so in diese Richtung. Es ist schon krass, auch wie das so unter Wasser gestaltet ist. Macht so Spaß in diesem Spiel. So, tauchen wir mal auf. Und wir müssen hier reinfahren sozusagen. Hier um das Ding hier drumrum. So, lassen wir die Miss Jones hier liegen. Gucken wir nochmal ins Inventar. Wir haben 2 Fische, wir haben 4 Wasser. Warte mal. Ne, wo waren die Fische? Unten waren die, ne? So. Ne, falscher Schrank. Auch der falsche Schrank. Weil ich weiß nicht mehr, wo ich meinen Kram hingepackt habe. Das gibt's doch nicht. Doch oben. Ah ja. So. Den essen wir noch. Das trinken wir noch. So. Nehmen wir den noch mit. 3 Wasser. Das sind dann 120 Wasser. Ja, müsste gerade so reichen. Okay, wir holen mal die... Wir holen mal hier die Seemotte aus der Parkbucht. Welcome aboard, Captain. So. Was für ein Anblick. Meine Fresse nochmal. Dann gehe ich mal kurz raus. So, ein paar Screenshots machen. Okay. Boah, hier schüttelt sich durch ohne Ende. Krass. Echt krass. So. Jetzt muss ich mal selber überlegen. Ist so lange her, dass ich hier war. So, steigen wir mal hier aus und dann
Müssen wir mal schauen, wenn wir hier hochgehen. Ich weiß den Weg nicht mehr ganz genau. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Warnung, strukturelle Intaktheit unbekannt. Erkundung wird nicht empfohlen. Das ist ja neu, dass er sowas sagt. So. Und hier sind auch schon die kleinen blöden Biester. Hier ist eine Box. So, eine Energiezelle. Aber das hier ist nicht der Weg. Hier sind wir falsch. Definitiv. Huch. Muss man vielleicht doch noch weiter hier reinfahren? Oder wo war das? Ist so lange her. Hier drunter durch. Ist es hier nebendran? Was ist denn das da? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ist es hier? Boah, sieht das hier aus? Ey, das ist Hammer, ehrlich. Ist das krass. Wir steigen mal hier aus. Wir probieren mal hier unser Glück. Es ist aber auch so lange her. Nein. Ach Gott. Wie war das denn? Das ist aber auch ein Riesenteil. Ne? Das ist unglaublich, wie groß dieses Raumschiff ist. Ehrlich. Da soll nur einer sagen, die Map von dem Spiel wäre zu klein. Ich dachte immer, das wäre auf der Seite hier gewesen. Bin ich vielleicht zu weit gefahren? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Dachte immer, das wäre hier rein gewesen und dann da hoch. Probieren wir es mal nochmal. Oh, boing. Erstmal gegen die Seemotte schwimmen. So. So, hier. Hier ist das. Hier ist es doch. Hier liegt doch schon alles voller Boxen. So, sehr schön. Cool. Noch ein Signal. Hier liegt auch was. Oh, was war das? Eine Batterie. So. Und hier wird es jetzt so langsam spannend. Kann man da nicht hier die Dinger? Ne, das sind nur irgendwelche Röhren. Boah, ja, das sieht so krass aus. Das sieht so geil aus. Das ist der absolute Wahnsinn, ehrlich. So. Jetzt will ich mal gerade hier schauen. Das sah so aus, als würde hier was liegen. Ist aber nix. So, wir müssen da hoch. Und da oben geht's dann irgendwo weiter. Wir müssen vor diesen Funken aufpassen. Denn die sind böse. Die tun ganz viel Aua, wenn man nicht aufpasst. So, hier liegt noch eine Box. Noch ein Signal. So, und dann geht's nämlich hier außen. Medikit. Das ist sehr schön. Das können wir immer gebrauchen. So. Zischel, Blitzel. Yeah. So. Da liegt noch ein Kabel rum. Da ist auch noch Strom drauf. Noch ein Medikit. Sehr gut. So, warte mal. Den holen wir uns mal. Ach, die blöden Krebse hier. Blöden kleinen Biester. Ja. So, hier rein müssen wir. So.
87% der bewohnbaren Abschnitte des Schiffs wurden während der Detonation unbewohnbar. Das kann ich mir gut vorstellen. So, aber hier geht's auf jeden Fall weiter. Wir müssen annehmen. Druckkompensator. Oh, cool. Der ist hier einfach so drin. Ja, geil. Cool. Ein Druckkompensator für die Seemotte. Ja, geil. Cool. Und hier an der Stelle werden wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Und das wird richtig, richtig cool da unten. Da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Und ich freue mich schon riesig drauf. Und ich hoffe, ihr genauso. Lasst ein Däumchen da oder noch besser ein Abo. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.